Looking for a new or used vehicle? The Auto Channel has dozens of searchable databases with the latest pricing information, in-depth specifications, and tons of reviews, and it's all available free. Good afternoon, everybody, and thank you for coming. As everybody knows, we have just had a meeting with the Employee Forum representing all our major operations around Europe. And since everybody knew that this was happening and there would be a lot of interest in it, I thought I would give a brief statement. Meine Damen und Herren, wie Sie alle wissen, hatten wir gerade das Gespräch mit den Arbeitnehmervertretern. Und weil wir wissen, dass Sie es wissen und weil wir wissen, dass das Interesse groß ist, möchte Nick Reilly gerne ein paar Informationen weitergeben. First, I summarized why General Motors took the decision to keep Opel and Vauxhall 100% inside GM. And secondly, I emphasized why the company needs to go through a significant restructuring in order to guarantee the future for Opel and Vauxhall. Zu Beginn des Gesprächs hat Nick Reilly nochmal erklärt, wie es zur Entscheidung von GM gekommen ist. Und im Anschluss hat auch nochmal im Detail erklärt, warum es so wichtig ist, dass Opel und Vauxhall eine Restrukturierung durchlaufen müssen. We have to create a sustainable, viable business case, a business plan for the future of Opel and Vauxhall. The competition in this industry is intense and getting fiercer every day, and we have to reduce our structural costs so that we can make money in a lower market. Wir müssen einen Geschäftsplan entwickeln, der Opel und Vauxhall langfristig erfolgreich macht. Der Wettbewerb ist heftig und wir müssen im Markt bestehen können und dazu brauchen wir diesen Restrukturierungsplan. People have said, why do we need Opel and Vauxhall? People have said there's too much capacity in the industry and so we can get rid of Opel and Vauxhall. That's not my view. I think we have to fight hard to keep our manufacturing operations viable in Europe. It is good for Europe as well as being good for all our employees. Es gibt Personen, die haben die Frage gestellt, warum braucht man Opel und Vauxhall? Es gibt Personen, die haben gefragt, es gibt so viel Überkapazität in der Industrie, warum braucht es Opel und Vauxhall? Das ist nicht seine Sicht. Ist der Ansicht, dieses Unternehmen ist es wert, fortgeführt zu werden. There will be some difficult decisions and we will have to reduce the number of people. It does not mean that any individual or any groups of individuals are doing a bad job. It's just facing the reality of today's market. Wir werden einige schwierige Entscheidungen treffen müssen und es wird schwierige Situationen für Mitarbeiter geben. Das bedeutet insbesondere nicht, dass diese Mitarbeiter in irgendeiner Form einen schlechten Job gemacht haben. Es ist einfach die geschäftliche Notwendigkeit, die uns dazu zwingt. We do expect some contributions from employees. And we are hopeful that we'll get some funding help from governments. Wir erwarten, dass die Mitarbeiter ihren Beitrag zur Sanierung leisten und wir hoffen und sind positiv gestimmt, dass die Regierungen ebenfalls einen Beitrag leisten werden. Overall, we are going to reduce our capacity by around 20% and we expect to reduce the number of people by approximately 9,000 people. In der Summe werden wir unsere Kapazität um ungefähr 20% anpassen müssen und wir gehen davon aus, dass wir die Anzahl der Mitarbeiter um ca. 9000 reduzieren müssen. We gave the employee representatives the details of what that plan consists of and went through plant by plant what may be the end result. Wir haben unseren Mitarbeitern, Vertreter, Werk für Werk erklärt, wie unser Plan aussieht und wie das Resultat am Ende aussehen könnte. Although we have a plan, no final decisions are taken because we are now entering the phase of information sharing and consultation. Obwohl wir also einen Plan haben, sind noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen worden, denn wir beginnen jetzt die Phase der Information und Konsultation mit den Mitarbeitervertretern. There were also certain requests from the unions, which were not to do with the plant structures or our manufacturing structure, but more to do with certain
things about how the company is managed, greater autonomy, a potential profit-sharing scheme, and other items like that. And I addressed all of those particular requests. Es gab darüber hinaus noch eine Reihe von Anfragen von Seiten der Mitarbeitervertreter, die nichts mit der Kapazitätsanpassung zu tun haben, sondern die gehen in die Richtung von, wie managen wir das Geschäft, Autonomie, mögliche Mitarbeiterbeteiligung an Gewinnen etc. etc. Und Nick Reilly hat diese Anfragen alle beantwortet. Finally, we stressed that we must get this phase over as quickly as possible, because the uncertainty that's been hanging over some parts of Opel and Vauxhall is doing nobody any good, and we need to conclude these discussions as soon as possible. Wir haben am Ende noch betont, wie wichtig es ist, diesen Prozess jetzt schnellstens zu Ende zu führen, denn er tut niemandem gut, und deswegen möchten wir, dass wir diesen Prozess sehr schnell zu Ende führen können. And finally, there were some specific requests at the end of the meeting. First of all, to share some more information. Obviously, we only had a certain amount of time today, and each individual operation is looking for information of volumes and projections, etc. And so we are going to, of course, share all that information with them. Am Ende des Gesprächs gab es dann noch die spezielle Bitte, noch zusätzliche Informationen zu liefern, insbesondere auf der Ebene der einzelnen Werke. Aufgrund der Kürze des Gesprächs war es einfach nicht möglich, hier alle Details zu liefern am heutigen Tage, in dem heutigen Gespräch. Dem werden wir jetzt nachkommen, und diese Informationen werden wir unmittelbar weitergeben. We have agreed to set up a work group on the Antwerp plant, because the future of that plant is uncertain. And so we have agreed to consider and consult on alternatives for that plant. Wir haben zugestimmt, eine Arbeitsgruppe zu gründen, die sich mit der Zukunft des Werkes in Antwerpen befasst, denn diese Zukunft ist unsicher, und hier wollen wir zusammenarbeiten und Alternativen evaluieren. And finally, they're going to give us any further questions of clarification on our meeting today, which we will handle over the next couple of weeks as we go through the consultation phase. Und dann bekommen wir auch noch Informationen von Seiten der Arbeitnehmervertreter, die wir in den nächsten Wochen zusammen abarbeiten werden im Rahmen der Information- und Konsultationsphase. We were also requested that during this time of consultation the company would not make any unilateral decisions, and we are happy to agree with that. On the other hand, we have to have a timescale for how long the discussions can go on. Man hat uns dann gebeten, während dieser Informations- und Konsultationsphase keine einseitigen Entscheidungen zu treffen und Fakten zu schaffen. Wir haben dem zugestimmt. Auf der anderen Seite muss aber auch allen Beteiligten klar sein, dass diese Phase irgendwann zu einem Ende kommen muss. I believe we all have the same objective in the end, and that is to create a viable, sustainable plan for Vauxhall Opel. We believe it's very doable, and we look forward to working with our employee representatives to make sure we put that plan into effect. Wir glauben, dass im Endeffekt wir alle dasselbe Ziel haben, nämlich die langfristige Zukunft von Opel und Vauxhall zu sichern. Und in dem Sinne sind wir davon überzeugt, dass wir zusammenarbeiten können, um eine solche Lösung zu erreichen. Thanks for watching The Auto Channel. For more great automotive information and entertainment, visit theautochannel.com, the Internet's most complete and comprehensive automotive information resource.